Die Muskeln sind gestillt, den Bierbauch trage ich auf dem Rücken und Dicker hat sich zwei rote Puschel angezogen und ein kleines Röckchen, da er mir jetzt mit Chaka 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 Cheerleader rufen unter die Arme greifen muss. Go, Astro Man, go! Go, Astro Man, go! Ich bin gespannt. Fällt dieses große Stach... Oh, es sind wieder die Porno-Grashüpfer. Oh. Okay, das ist eine neue Variante der unsichtbaren... Scheiße! Der unsichtbaren Scheiße? Verdammt! Zack, Mistviech kommt andauernd immer dann, wenn es nicht kommen soll. So, jetzt... weg! Okay, das ist, eine neue Variante der unglaublichen Zerstörungsplattform. Okay. Scheiße! Boah, Gott sei Dank kann ich. Was hast du für einen Lack heute? Was? Was hast du für einen Lack? Lack im neuen Mega Man kann halt so ein bisschen durch die. Ui! Gegenschweben! Boah! Boah, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Wusstest du übrigens schon, dass Final Fantasy 13.2 vor kurzem. Was ist das für. Nein! Sag nicht, dass es ein Puzzleraum ist! Oh Gott! Hast ja, ich wusste, dass Final Fantasy 13.2 schon vor kurzem rausgekommen ist. Das wusste ich. Das wusstest du? Ist ja Wahnsinn, dass du das wusstest! Da ich keine Konsole besitze, auf der Final Fantasy 13.2 läuft. Okay. Ich muss gestehen, es war mir noch nie so egal. Noch nie. Ist es egal, da ich 13 auch relativ scheiße fand. Ja, ich habe mich da ja irgendwie mehr oder weniger durchgequält. Okay, muss ich da rechtzeitig drunter durch, damit... Moment. Nein, einfach, ich ja auch nicht du musst anders, also auf der anderen Seite dann durch. Okay, also, da muss ich das Ding wohl runterlassen. Ja, ich, war mir noch nicht so egal. Was? Ja, ich komme hier schon durch, ich bin ja schlau. Obwohl, da komme ich nicht hoch. Nein, wie gesagt, das war mir noch... Komme ich da irgendwie rüber? Aha! War mir, wie gesagt, noch nie so egal. Ich hatte selbst mit einem Final Fantasy 10-2 aua, mehr Spaß als wie mit einem Teil 13. Ach, hast du das schon gekauft? Du bist übrigens im Kreis gelaufen. Fuck. 13-2, nein, 13-2 habe ich nicht gekauft. Das hab ich auch, willst du es dir kaufen? 13-2, nö. Selbst, ich hab Reviews zu 13 gelesen und ich habe es wieder besseren. Danke. Aua! Das war eine Falle, du hast mich nur zurück in sein Mäulchen hier gelotst. Absolut. Moment, muss ich da jetzt? Yep. Okay. Und jetzt gerade. Bin ich ja wieder am Anfang. Naja, egal. Ich habe mich durchgequält durch den 13er und ich kann. Du kannst es. Warte mal, geh doch mal zurück. Geh doch mal zurück. Geht nicht mehr. Ja, nimm doch mal den Tornado-Hut. Ach nee, wenn Buster Only, dann Buster Only. So, hier geht's ja auch noch lang, glaube ich. Hier war ich auch noch nicht. Uah! Oh, es ist. Oh! Ich kann einen Weg zu einem schönen Bolzen freilegen. Und da komme ich. Hier komme ich zum Bolzen, glaube ich. Ja. Yay! Woohoo! Wow! Skill. Oh. Da bist du. Ah. Wow! Ich hab's geschafft! Und jetzt. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Der schiefe Turm. Ich hab dir gesagt, die Stage wird stressig. Der schiefe Turm von Pisa. Warum besuche ich ihn genau dann, wenn er einstürzt? Sauerei. Das will ich sagen. Nee, was fand deswegen waren die Tickets zu billig. Tut mir leid, ich war kein Freund von Final Fantasy 13, weil ich fand das Kampfsystem unter aller Sau. Oh ja. Ich meine, die Schlauchigkeit. Aua, Hilfe, ich stecke fest. Aua, ich sterbe. Die Schlauchigkeit. Oh Gott. War ja. Komm raus, danke. Komm ich da hoch? Jawohl. Und, ach scheiß auf die Energie, ich gehe nach hier oben. Die Schlauchigkeit, okay, kann ich eventuell noch mit leben, aber nicht mit dem Leben, danke, damit kann ich auch leben. Wurde den Bolz? Ja, tue ich doch. Alter Mann, ist kein D-Zug, außerdem habe ich noch meinen Bauch auf dem Rücken. Hilfe, Hilfe! Oh. Ach, was war das? Die Hälfte? Das oh mein Gott! Hälfte, ja? Oh mein Gott, lass mich raten, jetzt kommt die Verschwinde-Blöcke in richtig. Yep. Oh mein Gott. So. Nee, also was ich, das hab ich auch schon an Final Fantasy 12 war das. Richtig bemängelt, beziehungsweise was ich auch nicht mochte. Wenn man
zwar in Anführungsstrichen ein rundenbasiertes Kampfsystem hat, was ja immer mehr rausgepatcht wird. was ja irgendwie immer mehr rausgepatcht wird, weil, wenn ich mich jetzt nicht richtig. Ja, rede. Du kannst. Ich meine, bei, wie hieß das? Final Fantasy 13 war ja auch kein rundenbasiertes mehr. So klassisches. Es war der, ich sag mal Pseudo-Rund. Ja, genauso wie du ein Pseudo-LP hast. Nein! So, lass mich rüber. So, nein. Ich habe Fans in dieser Stage. Kommt aus dem Abgrund und nerven. Bitte nein! Oh Gott, Hubschrauberattacke. Napalm am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Bitte lass mich rüberkommen. Danke. Ugh. Oh Gott, oh Gott. Das sieht knapp aus. Boah. Okay, Bolzen. Direkt, du hättest eigentlich auch direkt hochspringen können. Wie direkt hochspringen? Du hättest auch direkt den einen nehmen können und nicht an den Fall. So, noch ein Puzzle. Ja, okay, da komme ich nicht hoch. Okay, oh, da ist ja schon das Ende. Wahnsinn. So, okay, hoch, ihr kleinen Helmchen. Das Kampfsystem. Ich mag's nicht, wenn ich nur einen Charakter oder einen Charakter steuern kann. Gucken wir mal, ein Charakter steuern, das ist fast alles automatisiert. Ja. Das auf den Tod nicht ab. Weil wenn ich so, wenn ich ein Final Fantasy kaufe, dann tut mir das unheimlich leid, da ich auch, ich bin so jemand, der wirklich klassisches rundenbasiertes Final Fantasy mag. Ja, gerade dass diese rundenbasierten RPGs irgendwie. War das schlecht? Wieso ist das wieder unten? Das habe ich eben hochgefahren, oder nicht? Nee. Nee? Echt nee. Nicht? Nee. Okay, dann habe ich mich vertan. Nee, da ist der Anfang, ne? Richtig. Oh Gott. Okay, nee, wie gesagt, ich bin ein riesiger Freund von dem klassischen rundenbasierten. Ich habe auch nichts gegen aktive RPGs, wo du dann wirklich, was zu tun hast. Also, oh Gott. Verdammt, wie komme ich denn da hin? Ich meine zum Beispiel hier Last Story, das Kampfsystem. Last Story kommt erst raus. Sowas kann ich, also sowas mag ich. Das ist es nicht. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. So. Bin ich jetzt richtig? Du könntest mir aber wieder unter die Arme greifen. Du denkst ernsthaft, ich weiß hier, wie das funktioniert? Klar. Moment, hab ich den da? Jetzt kannst du zum Anfang gehen, weil das war der vom Anfang, wenn ich mir nicht. Oh, da komme ich nicht hoch. Ich könnte den Tornado da holen. Ach, da kann mich mal der Tornado holt. Oh. Ich habe schon genug extra Waffen hier benutzt, um mein Fortkommen etwas zu erleichtern. Nein, das muss jetzt nicht sein. So. Ab das muss. Fall da runter. So. Okay. Oh Gott, ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich bin. Verdammt. Oh, ich bin am Ende. Sehr schön. Sinn der Sache, dass du keine Ahnung hast, wo du bist. Oh Gott. Bitte lass mich ihn schaffen. Safe State. Ach ja. Danke. bitte lass mich ihn schaffen. Ich habe keinen Bock, diese Stage nochmal zu spielen. Oh mein Gott. Zum Glück braucht Mega Man keinen Sauerstoff. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. I don't know what to do. Runter. Oh, aua. Schießen, okay, drüber springen und schießen und okay, den schaffen wir, glaube ich. Haha! Aufladen. Oh, okay, das sieht machbar aus. Oh, Achtung, die komischen Kometen-Dinger. Aua, okay, ja, wenn der dann. Oh, okay, er kann auch so runter, sehr schön. Ja, kann er auch. No. Oh, also verdammt, jetzt sieht es noch sehr einfach aus. Aua, shit, so. Okay, das geht. Jetzt komm! Vielleicht dürfte er anfangen, den Astro Crush zu machen. Was ist das? So, okay. Wieso? Ist das. Was? Puzzlespiel? Oh Gott! Fire in the Hole! Was? Schon wieder? Nein! Du musst, wo das letzte Mal auftaucht. Oh Gott! Da stellst du dich einfach drunter. Boah! Komm runter, danke! So, okay. Das sah aber erstaunlich einfach aus. Aua! In der Mitte ist scheiße, wenn er da ist. So, komm runter. Ach, nein! Er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Oh! Boah!
Ich hab dir doch gesagt, da wo er das letzte Mal auftaucht. Wie da, wo er das letzte Mal auftaucht? Da ja, kommt nichts runter, oder was? Er flattert doch die ganze Zeit rum. Ja. Und da musst du dich hinstellen. Oder was? Da, wo er als letztes auftaucht, musst du dich hinstellen. Ach so, sag das doch. Hab ich doch. Nein. Kommentar. Zu leise. Ja, er hat's gesagt. Von mir aus. Mir doch egal. Aber nicht so, dass ich's gehört. Warum hörst du auf aufzuladen, Mega Man? Warum hörst du aufzuladen? Okay, diesmal weiß ich aber einigermaßen, wie er funktioniert, glaube ich. Zumindest habe ich mal ein paar Moves gesehen. Okay, wenn er da an der Seite runterkommt, dann ist mir das egal. Das kann ich überleben. Haha, Idiot. Aber er sieht verdammt einfach aus, verglichen mit dem von Mega Man and Base. Denke ich. Shit. Okay, da am Rand ist ätzend. Ich meine, in der Mitte ist ätzend. Da hat man weniger Zeit zum Springen und zum Ausfall. Oh Gott, wage es nicht. Ha! Okay, setzt ihr den Astro Crusher nur ab einer bestimmten Lebenspunktezahl ein? Boah. AKA jetzt. Nicht? Oder auch nicht. Ah, ich hasse es aber, wenn er in der Mitte runterkommt. Da habe ich so wenig Spiel. Oh, verdammt. Nicht. Nein. Okay. Moment. Okay, da hinten. Da hinten. Aha! Bin ich gut. Oh, shit. Okay. Wusch! Geht doch. Und ich habe mir so in die Hosen von dem gemacht. Ich glaub's ja nicht. So, Safe State. Also nur für den Fall, dass ich jetzt abschmieren sollte. Ich habe keinen Bock, den Kampf nochmal zu machen. Obwohl, ich muss ihn nochmal machen. Nein. Kopfschmerzen. Schatz, ich habe Migräne. Das geht heute nicht mehr. Oh mein Gott, der Astro Crusher hat nur 4 Aufladungen. Ja. Gegen wen ist der eigentlich gut? Aquaman. Okay, der war auch schwer. Gut, das merke ich mir. Okay, speichern. In diesem Sinne, ihr werdet entmündigt zu wählen. Das waren, die waren auch schon vorher entmündigt zu wählen. Es gab ja nichts mehr zu wählen. War ja schon alles fertig. Auch abgesehen von Astro Dino Man. Ja, dann kommt jetzt wieder eine Sequenz, wenn ich hier Dr. Wily anfange? Ich weiß es nicht. Ja, gucken wir doch mal rein. So, das passt ja wahrscheinlich hoffentlich noch in das Video hier rein. So, du musst übrigens noch für mich tanzen. Ja, Chaka Chaka und so. Chaka Chaka was? Ja, du bist Cheerleader, DK, also bitte. Ach so. Tanz für mich. Okay, ich bin... Nein! 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 Bis zum nächsten Mal. Hör auf zu lachen, Penner.